Ein vom Wind fortgetragener Schleier, ein Markgraf, eine Kaisertochter, eine Marienerscheinung. Ein guter Anfang für ein Märchen. Er, der Markgraf Leopold III. Aus dem Hause der Babenberger. Sie, die deutsche Kaisertochter Agnes. 9 Jahre hat man ihn gesucht, den kostbaren Schleier. Gefunden auf einem Hollerbusch im Donausumpf. Hier sollst du mir ein Kloster bauen. Ein guter Anfang für eine wahre Geschichte. Die 900-jährige Geschichte des Stiftes Klosterneuburg. Sich gerne an die Legende, wenn man heute im Brunnenhaus des Stiftes den in Bronze gegossenen 7-armigen Leuchter bewundert, der aus der Gründungszeit der Kirche stammt und schon im Mittelalter Holunderbaum genannt wurde. Der Legende nach enthält er ein Holzstück aus jenem Holunderbaum, an dem der heilige Leopold den Schleier seiner Gattin aufgefunden hat. 1136 starb dem Vernehmen nach an einem Jagdunfall der Mann, der unser Haus gegründet hat, Markgraf Leopold III. Hier in der Leopoldskapelle ist er begraben. Über dem Verdunner Altar befindet sich der Schrein mit seinen Reliquien. Ihm verdanken wir sehr viel, denn er hat dieses Haus von Anfang an reich ausgestattet und immer mit seinem Wohlwollen begleitet. Eines der bedeutendsten Kunstwerke des Mittelalters, der Verdörner Altar, Zentrum der reichhaltigen Kunstsammlung des Stiftes, ist bis heute ein gottesdienstlich genutzter Ort. Dort, wo der Propst des Stiftes die Novizen empfängt, dort, wo Einlass in das klösterliche Leben gewährt wird, dort wird auch österreichische Kulturgeschichte gelebt und seit Jahrhunderten gemacht. Die reiche Ausstattung des Stiftes, die fast unglaublich reichhaltige Sammlung sakraler Kunst, sie war und ist Bestandteil des täglichen Lebens. Das Stiftkloster Neuburg ist kein Museum. Es ist ein Ort gelebter Geschichte. Ein Ort, an dem sich Himmel und Erde begegnen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Am 12. Juni 1114 wurde der Grundstein zur Stiftskirche gelegt. All die Jahrhunderte hat man an ihr weitergebaut, bis sie im Jahre 1891 ihr heutiges Erscheinungsbild erhielt. Der barocke Prachtbau, das reich verzierte Chorgestühl mit den Wappen aller unter Karl dem VI. Beherrschten Länder und im Zentrum das von Johann Georg Schmidt gestaltete Altarbild. Barocke Kunst in seiner reichsten Ausformung. Reich an Beziehung war auch das Verhältnis der Habsburger zu dem Stift. Ein Großteil des heutigen Wohlstandes beruht auf den zahlreichen Schenkungen und Rechten, die vom Kaiserhaus den Chorherren eingeräumt wurden. Im mittelalterlichen Teil des Stiftes befindet sich der ehemalige zweigeschossige Palast des Markgrafen Leopold, welcher zu Beginn des 12. Jahrhunderts errichtet wurde. 1860 wurde hier die neu gegründete Obst- und Weinbauschule eingerichtet. Heute ist hier das Gedächtnis des Stiftes untergebracht. Das Archiv hat für ein Kloster immer eine große Bedeutung. An sich sind ja die Urkunden des ursprünglichen Klosterschatzes in der Kirche aufbewahrt worden, weil sie so wichtig sind.
diese Urkunden ist ob ihres Inhaltes das, worauf sich der Wohlstand des Klosters gründet. Besitzungen, Rechte, Einnahmen, Ähnliches. Deswegen hat man das eigentlich in früheren Zeiten gar nicht hoch genug schätzen können und es war auch immer sehr sorgfältig aufbewahrt. Die Augustiner Chorherren gehören dem ältesten Orden der katholischen Kirche an und sind keine Mönche. Sie leben nach den Regeln des heiligen Augustinus. Sie sind gemeinschaftlich lebende Seelsorger, deren Zuwendung zur Welt und zu den Menschen im Vordergrund steht. Heute leben rund 50 Männer aus allen Teilen der Welt als Seelsorger in und rund um Klosterneuburg. Von hier aus werden die 28 Pfarren des Stiftes betreut. Dieses Leben von Augustinus, denke ich, prägt nicht nur dieses Haus, hier unser Kloster Neuburg, der Stift, sondern ich meine schon überall, wo Kommunitäten sind, Gemeinschaften, die die Regel Augustins zur Lebensregel ihres Miteinanders gemacht haben, findet sich dieser Grundton. So kann das Leben gehen, so kann es gelingen und glücken. Und vor allem ist es ein Leben, das nicht um seiner selbst willen getätigt werden soll, sondern von dem, was man hat, und hoffentlich hat man viel, dass man das auch weitergibt. Der Propst des Stiftes Klosterneuburg ist darüber hinaus auch Abtprimas aller Augustiner Chorherren weltweit. Er koordiniert die Beziehungen der einzelnen Kongregationen und regelt die liturgischen Feste. Im 11. Jahrhundert begann der Zusammenschluss mehrerer katholischer Männerorden, die sich den Regeln des heiligen Augustinus unterwarfen. Diese von Augustinus überlieferten Klosterregeln gelten als die ältesten überlieferten des Abendlandes und wurden von Augustinus um das Jahr 397 geschrieben. Es ging ihm dabei im Wesentlichen um die Grundhaltung der christlichen Liebe, aus der eine gelungene Gemeinschaft hervorgeht. Pavia in der Nähe von Mailand. Hier in der Kirche San Pietro sind die Reliquien des 430 verstorbenen heiligen Augustinus aufbewahrt. Augustinus, 354 in Tagaste, im heutigen Algerien geboren, lehrte nach seinem Studium der Rhetorik und Philosophie in Karthago um 383 in Rom. Augustinus war Heide. Unter dem Einfluss der Predigten des Bischof Ambrosius von Mailand ließ er sich 387 taufen. Augustinus hinterlässt zahlreiche Schriften. Mehr als 500 Predigten sind heute noch erhalten. Viele davon in den Manuskripten der Klosterneuburger Stiftsbibliothek. Rüstkammern des Geistes hat man die Bibliotheken früher genannt. Hier in unserer Stiftsbibliothek von Klosterneuburg, der größten privaten Bibliothek Österreichs, finden sich auch viele Bücher und Handschriften unseres Ordensvaters Augustinus. Er ist uns bekannt als einer der größten Theologen und Philosophen des Abendlandes. Im Hauptberuf aber war er Bischof in seiner nordafrikanischen Heimat. Und er probierte dort ein Lebensmodell mit seinen Pfarrern, mit den Priestern aus, die zu seinem Bistum gehörten, das für uns Augustiner Chorherren auch heute noch die Richtschnur unseres Lebens und Arbeitens ist. Es lässt sich sehr schlicht in die beiden Worte fassen: gemeinsam leben, gemeinsam arbeiten. Wir wohnen zusammen, immer wieder treffen wir uns zu Gebetszeiten und am Tisch,
morgens, mittags und abends. Wir können vieles besprechen, wofür andere Priester extra Sitzungen und Konferenzen anberaumen müssen. Und wir können ein gemeinsames Modell der Seelsorge in den uns anvertrauten Pfarren ausprobieren. Diese Stiftspfarren gehören zum größten Teil schon seit vielen Jahrhunderten zu uns. Und es gibt ein großes Gefühl der Zusammengehörigkeit zwischen den Menschen in den Pfarren und dem Stift, das ihnen seit Jahrhunderten die Pfarrer schickt. Zwei Pfarren in Glen Corf auf Long Island, direkt bei New York, sind die jüngsten Wirkungsstätten der Chorherren. Einige der Chorherren, die aus dieser Gegend stammen, haben in Absprache mit dem dortigen Bischof die Übernahme der beiden Pfarren St. Patrick und San Rocco vermittelt. Während die Pfarre von St. Patrick vom irischen Katholizismus geprägt ist, wurde St. Rocco als sogenannte Personalpfarre mit starken italienischen Bevölkerungsanteilen in Glen Corf errichtet. Nach wie vor findet dort ein Teil der Gottesdienste auf Italienisch statt. Die ganz andere und sehr lebendige Art des amerikanischen Pfarrlebens ist Inspiration und Quelle der Freude. Zu den Aufgaben der Priester von St. Patrick zählt auch die Seelsorge der spanisch sprechenden Gemeinschaft in Glen Corf. Für europäische Verhältnisse ist es kaum vorstellbar, jeden Sonntag kommen bis zu 1000 Menschen in die Messe. Mit der Übernahme der Pfarren haben sich die Augustiner Chorherren erstmals auch in den USA niedergelassen. Might be a little thinner, it'll be perfect, and we will play, we will enjoy being with God and being with everyone. These are all very serious theological answers, and they're correct. What? Play, yes, I think we do, that's very good. I don't know exactly what we play, not Xbox, like some of our servers want to play, but something much better than that. I think part of it, you've got the best answer of all. Zurück nach Klosterneuburg. Die Stiftsbibliothek mit ca. 300.000 Bänden, über 800 Inkunablen und etwa 1.200 mittelalterlichen Handschriften ist die größte Privatbibliothek Österreichs. Ein Schatz, der für die Öffentlichkeit nur bedingt zugänglich ist, wohl aber für Forscher und Wissenschaftler. In einem in Amerika zusammengestellten Überblick über die bedeutendsten Bibliotheken der Welt wurden in Österreich 10 Klosterbibliotheken ausgewählt. Eine davon ist die Klosterneuburger. Die Chorherren waren, soweit ich es jetzt aus der Bibliothek heraus sehe, immer sehr weltoffen, waren immer neuem aufgeschlossen, haben immer das Neueste an Büchern gekauft. Es sind teilweise Bücher hier, die man nicht vermuten würde, aber die Bibliothek bildet natürlich auch die Interessen einer sehr großen Gruppe ab. Das heißt, es hat einzelne Chorherren gegeben, die sich eben, wie zum Beispiel Probst Münstinger, mit Astronomie beschäftigt haben. Andere wieder, die Literatur zur Eisenbahn gesammelt haben zum Beispiel. Und die Bibliothek kumuliert jetzt diese ganzen Interessen der letzten 900 Jahre eigentlich. Und man hat ein sehr gutes Bild über die Menschen, die hier im Stift die letzten 900 Jahre eigentlich gelebt haben und gewirkt haben. Es wurde in Salzburg Anfang des 9. Jahrhunderts, also ungefähr um 810 geschrieben. Ist also ungefähr 1200 Jahre alt und stammt aus einem der Bildungszentren Karls des Großen. Es beinhaltet einen Bibelglossen, das ist eine Art Vokabular, Latein, Bedeutungserklärung von biblischen Begriffen. Eine wesentliche Aufgabe der Klosterbibliotheken ist auch die Betreuung von Forscherinnen und Forschern aus aller Welt. Ob es Franz Schuberts Originalpartitur ist oder mittelalterliche Gebets- und Gesangsbücher, die Bibliothek ist ein Ort von noch immer unentdeckten Schätzen.
Derzeit wird ein Katalog der Handschriften von der Akademie der Wissenschaften erstellt. Zwei Namen österreichischer Herrscher spielen eine Rolle in der Geschichte unseres Hauses. Leopold III., der Markgraf aus dem Geschlecht der Babenberger, der später zum heilig gesprochenen Landespatron Österreichs wurde, hat unser Haus gegründet. Er und seine Familie spielen eine große Rolle in der Frühzeit Klosterneuburgs. Das Stift Klosterneuburg entwickelte sich rasch zu einem kulturellen und theologischen Zentrum. Bereits im 12. Jahrhundert setzte man sich für Reformen des Klerus ein. Am Anfang des 14. Jahrhunderts gab man bereits zahlreiche Kunstwerke in Auftrag. Und die durch einen verheerenden Brand 1330 entstandenen Schäden nützten die Klosterneuburger Herren zur Neugestaltung des Stiftes. Dann gibt Karl VI., der Vater Maria Theresias und Kaiser aus dem Hause Habsburg, den Auftrag, das Kloster barock um- und neu zu bauen. Ein österreichischer Escorial sollte entstehen, nach dem Vorbild der spanischen Klosterresidenz in der Nähe von Madrid. Karl wollte dort arbeiten und regieren, wo auch für ihn gebetet wurde. Es ist aber nie dazu gekommen, dass die Habsburger ihre Residenz in Klosterneuburg aufgeschlagen haben, auch wenn bis zum Ende der Monarchie immer ein enges Verhältnis zum Hause Habsburg bestand. Heute sind wir ein offenes Haus, geöffnet für die Besucher aus der ganzen Welt, die einen Eindruck von österreichischer Lebensart und von österreichischem Stiftsleben in Klosterneuburg gewinnen können. Wir zeigen ihnen unser Leben und wir teilen unsere Kunstschätze mit ihnen, um so dazu beizutragen, dass Österreich ein weltoffenes Kulturland ist. Die Kaiserzimmer, die man neben der Schatzkammer und den Kunstsammlungen besichtigen kann, vermitteln einen Eindruck von höfischer Repräsentanz in der Mitte des 18. Jahrhunderts, Tafelkultur inklusive. Der Sechste, der 1740 verstarb, nachdem er ein einziges Mal in den fertiggestellten Kaiserzimmern übernachtet hatte, ist der Auftraggeber und Inspirator des großen barocken Neubauprojektes in Klosterneuburg. Ein sehr außergewöhnlicher Teil meines Archivs ist ein Plankonvolut aus dem 18. Jahrhundert. Es beinhaltet die
gesamten Planungen plus die Bauausführung des Barocktraktes, der heute in Klosterneuburg steht. Es ist zwar nicht alles gebaut worden, etwa nur ein Viertel im 18. Jahrhundert, und im 19. Jahrhundert ist dieser eine Hof vervollständigt worden. Die Planungen waren aber sehr, sehr viel umfangreicher, und diese Pläne sind recht außergewöhnlich, weil normalerweise sich keine Baupläne aus dem 18. Jahrhundert erhalten haben. Das ist einer der frühen Vorgängerpläne, wo man noch sehr gut sehen kann, dass große Teile der existierenden Gebäude integriert worden wären, wie zum Beispiel der Kreuzgang, die Kirche sowieso, aber auch Teile wie die Capella Speciosa oder die Sebastianikapelle. In den späteren Planungen spielt das alles keine Rücksicht mehr, und es wäre nur die Kirche geblieben und der Rest komplett neu gebaut worden. Es war an sich eine Idee Karls VI. Aus seiner Staatsidee herausgeboren. Es wird sehr oft mit dem Escorial in Spanien verglichen. Der Barockausbau in Klosterneuburg war zwar als Residenz geplant, aber nur während der Feierlichkeiten zum Leopoldifest am 15. November, also zur Feier des Landespatrons, wäre der Hof wirklich hier gewesen. Die von Donato Felice Daglio entworfenen Pläne zur Neugestaltung Klosterneuburgs wurden unter Beistellung des kaiserlichen Hofbauamtes, dessen leitender Architekt Josef Emanuel Fischer von Erlach war, den Wünschen Kaiser Karls VI. Angepasst. Obwohl von kaiserlicher Seite maßgeblich Einfluss auf die Gestaltung genommen wurde, musste das Stift die gesamten Kosten dafür tragen. Nicht weiter verwunderlich, dass das Stift die Bauarbeiten sofort nach dem Tod des Kaisers einstellte. Folglich wurden nur die bereits bestehenden Bereiche fertig ausgestattet, wie etwa 1749 der Marmorsaal mit einem Fresko von Daniel Gran. Der Weinbau war seit Anbeginn eines der wirtschaftlichen Standbeine des Klosters. Immer schon. Einkünfte aus Grundbesitz und Grundzins bzw. anderen Liegenschaften und auch der Wein. In wirtschaftlicher Hinsicht war das Stift Klosterneuburg immer modern. Es wird nachhaltig gewirtschaftet, somit Substanz in jeglicher Hinsicht für die nächste Generation erhalten. Ob Forst, Land oder Weinwirtschaft, Geld und Gut dienen dazu, Mittel zu erwirtschaften, die die Bedürfnisse des Gemeinschaftslebens und der Seelsorge abdecken. Das ist eines der Prunkstücke des Stiftsarchivs, das ist eine sogenannte goldene Bulle. Das ist eine Urkunde Kaiser Friedrichs III. Mit einem goldenen Siegel, in dem Privilegien des Stiftes Klosterneuburg bestätigt werden. Diese Urkunde wurde in Linz 1492 ausgestellt. Da sieht man sehr schön, wir Friedrich von Gottes Gnaden, römischer Kaiser. Also da zum Beispiel steht, dass die Fischweid, das ist sozusagen ein Fischfangrecht, vom Stift in den Auen ausgeübt werden darf. Das Stift hatte auf der ganzen Länge der Donau zwischen Greifenstein und Hainburg Rechte.
und Besitzungen. Das sind Urfahrrechte zum Beispiel, also das Übersetzen von einer Seite auf die andere reglementiert. Oder verschiedene Mautrechte, auch der Transport des Weines ist immer wieder mit Rechten bestätigt worden, dass also der Wein, der stiftliche, der ja ein überregionales Exportgut war und nach Oberösterreich, Bayern und auch nach Tirol gegangen ist, auf dem Schiffweg transportiert werden durfte und Ähnliches. Das Stift hat besonders im Weinbau eine große Bedeutung. Das Weingut Stift Klosterneuburg ist das älteste Weingut Österreichs. Seit 1114 wird die Traube zu Wein verarbeitet. Auf rund 108 Hektar werden heimische Rebsorten gehegt und gepflegt. Im einzigartigen Klima des Klosterneuburger Stiftskellers wird Wein für rund 1 Million Flaschen jährlich gelagert. Wein war immer integraler Bestandteil eines Klosters. Bereits in der Stiftung des heiligen Leopolds waren Weingärten mit dabei. Und damals hat Wein drei Aufgaben gehabt. Zum einen war es natürlich als Messwein extrem wichtig, als Kloster eigenen Messwein anbauen zu können. Zum zweiten war Wein im Mittelalter ein ganz wichtiges Getränk, weil Wasser sehr oft verunreinigt war. Und zum Dritten hat Wein auch eine wirtschaftliche Bedeutung gehabt. Wirtschaftlich denken musste man immer in Klosterneuburg, schon allein deshalb, um das Kulturdenkmal zu erhalten. Die finanziellen Aufwendungen sind enorm. Fast zur Gänze werden sie vom Stift selbst getragen. Vorausschauende Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen haben sich im Laufe der Geschichte als Säule des Unternehmens Stift Klosterneuburg herausgestellt. Es war 1824. Nach langer Vorbereitungszeit haben 364 Repräsentanten aus dem Gebiet Wien, Niederösterreich, darunter sehr stark vertreten Stifte, Klöster, im Besonderen Stiftkloster Neuburg, die heutige Wiener Städtische, die erste Wurzel gegründet. Von Beginn an das sozusagen erste ordentliche Direktorium dieser Brandschadenversicherung, wie sie damals hieß, wurde im Stift Klosterneuburg organisiert und seit damals sind Repräsentanten des Stiftes in unseren Gremien vertreten. Georg Ritter von Hügelmüller war es, dem es nach langen Schwierigkeiten gelang, am 24. Dezember 1824 die Betriebsgenehmigung für die erste wechselseitige Feuerversicherung der Monarchie zu bekommen. Der jetzige Abtspräsesprälat Bankowski ist Mitglied unseres Aufsichtsrates der börsennotierten Gesellschaft. Ja, diese Verbindung hat zur Folge, dass, ich würde es so formulieren, ein Gen unserer Unternehmenskultur auch darin besteht, dass wir uns sehr deutlich über das unmittelbare Geschäftliche hinaus eine Verantwortung für soziale und kulturelle Aspekte verantwortlich fühlen. Das ist eines der wichtigsten und bedeutendsten Stücke für die niederösterreichische Landesgeschichte, die ich im Stiftsarchiv habe. Das ist das sogenannte Saalbuch oder Traditionskodex. Darin werden ein Großteil der niederösterreichischen Orte zum ersten Mal erwähnt. Es ist eine zusammengeheftete Sammlung von auf Zetteln geschriebenen Rechtsakten des 12. Jahrhunderts, worin Verkäufe, Schenkungen, Stiftungen und Ähnliches festgehalten worden sind. Vor 1848 war die erstinstanzliche Verwaltung, also Sie müssen sich das so vorstellen, was heute ein Bezirksgericht macht oder was heute die Bezirkshauptmannschaft war, war ein bisschen anders organisiert. Das war sozusagen eine Grundherrschaft, wie es genannt wurde. Und diese Grundherrschaft konnte von verschiedenen Amtsträgern sozusagen ausgeübt werden. Das hätten Adelige sein können, aber auch Klöster. Und das Stift Klosterneuburg hatte eine sehr große Grundherrschaft und das war ein System, das 700 Jahre gut funktioniert hat.
Dieses System hat sich auf alle normalen, profanen Dinge des Lebens durchgeschlagen, von der Grundbuchsführung bis zu verschiedenen Bewilligungen, allen möglichen Dingen, eben, die heute von der Bezirkshauptmannschaft abgewickelt werden. Und die Akten dieser Tätigkeit haben sich bei mir im Stiftsarchiv erhalten. Noch dazu kommt, dass sich das nicht auf Niederösterreich oder gar auf Klosterneuburg beschränkt, sondern es ist in sehr großen Teilen auch auf Wien ausgedehnt. Und zwar deswegen, weil die ursprüngliche Stadt Wien, davon redet man immer nur vom ersten Bezirk. Also das rundherum war ja immer bis zur Eingemeindung im 19. Jahrhundert Niederösterreich. Und diese Gebiete heißen auch Teile heute noch nach Namen, die sich mit dem Stift in Verbindung setzen. Also, ich meine, Floridsdorf zum Beispiel heißt noch ein Propst Floridus Leb, der dort Gründe freigegeben hat zur Besiedelung. Oder der Gaudenzdorfer Gürtel, wenn ich noch das was sagt, heißt noch ein Propst Gaudenz Dunkler. Ich habe zum Beispiel von der Ortschaft Neulerchenfeld den ersten Plan, wo das auf der grünen Wiese schachbrettartig angelegt wurde, weil das auf einem Stiftsgrund angelegt worden ist. Da sieht man, dass diese Dinge nicht nur Bedeutung fürs Kloster haben, sondern auch Bedeutung für alle sozusagen Forschungsgebiete, die sich mit Wirtschaft und Verwaltung in Niederösterreich und Wien beschäftigen. Das 1733 eröffnete Stiftsmuseum war eines der ersten öffentlichen Museen der Welt. Die Weltoffenheit und die kulturelle Verantwortung der Chorherren gegenüber der Gesellschaft sind wesentliche Bestandteile ihrer Tätigkeit. Es ist auch in der Geschichte ein Fixum, dass Chorherren wissenschaftlich tätig sind, und zwar beileibe nicht nur auf theologischem Gebiet, sondern auch auf vielen anderen Gebieten. Es gab und gibt Historiker, Kunsthistoriker, aber auch Naturwissenschaftler. Und je nach diesem breiten Interessenspektrum fallen dann Objekte an das Stift, sei es also Bibliotheksbücher oder eben auch Kunstwerke. Die Sammlungen umfassen Hauptwerke der Malerei, der Skulptur und des Kunsthandwerkes vom Mittelalter bis zur Moderne. Eines der bedeutendsten Werke der Kunstsammlung ist die Merkurstatue von Raphael Donner aus dem Jahre 1725. Eine Besonderheit der Schatzkammer sind die für die Gottesdienste geschaffenen Messgewänder, die zu den kostbarsten Textilarbeiten der Welt zählen und immer noch in Gebrauch sind. Kunstbesitz speist sich aus mehreren Quellen. Das sind zum einen die, die für die Liturgie angekauft oder in Auftrag gegeben wurden und werden bis heute, nicht zuletzt auch aus Anlass des Jubiläums. Also schon allein durch den Auftrag des Ordens, wo ja die Seelsorge und das Wirken mit den Menschen und für die Menschen eigentlich die zentralste Aufgabe ist. Das kontemplative Element ist ja verglichen mit anderen Orden bei den Augustiner Chorherren eher zurückgenommen. Musik.
Ein Herzstück des Museums ist die reiche Sammlung von Elfenbeinschnitzereien, deren Entstehung bis ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Es gibt Kunstwerke, die aus Privatsammlungen stammen, die dem Stift im Erbweg zugefallen sind. Und es gab immer und es gibt bis heute auch eine gezielte Ankaufstätigkeit für die Kunstsammlungen. In Klosterneuburg versammelt sich fast das gesamte Werk von Roland Früh auf dem Jüngeren, einem Hauptmeister der Passauer Malerei um 1500. Herausragend sind die Tafeln mit den Szenen der Gründungslegende des Stiftes, der sogenannte Leopold-Zyklus von 1505. Im Jahre 1489 beginnen die Arbeiten am großen dreiteiligen Gemälde, das zu Ehren des heiligen Leopold geschaffen wurde und dann unter dem Namen Babenberger Stammbaum bekannt wurde. Man wollte dem Volk so die Familiengeschichte des heiligen Leopold näher bringen. Der Schatz der Schätze, der österreichische Erzherzogshut, in Innsbruck entstanden. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts ist er in Klosterneuburg aufbewahrt. Unter Androhung des Kirchenbanns durfte die Krone nur zu besonderen Anlässen für maximal 30 Tage aus dem Kloster gebracht werden. Zuletzt war das 1835 für Kaiser Ferdinand I. der Fall, anlässlich der sogenannten Erbhuldigung in Wien. Der österreichische Erzherzogshut ist die Krone Österreichs. Eine Stiftung Erzherzog Maximilians III. Aus dem Jahr 1616. Es sollte hier den heiligen Kronen, die die Habsburger bereits trugen, der ungarischen Stephanskrone, der böhmischen Wenzelskrone, eine heilige österreichische Krone zur Seite gestellt werden. Und dies so, dass man die Auflage der Stiftung anfügte, dass diese Krone mit den Reliquien des heiligen Leopold, des Landespatron, verbunden wird, in der Art, dass sie immer im Stiftkloster Neuburg aufbewahrt werden muss, idealerweise in unmittelbarer Nähe zu den Reliquien. Jedes Jahr am 15. November ehrt man den Klostergründer, den heiligen Leopold, dem Österreich so viel zu verdanken hat. Im Gedenken an einen Stifter, aus dessen Idee, aus dessen Überzeugung heraus Bedeutendes entstanden ist. Aus
Theologischer Tiefe wie auch an künstlerischer Vollendung lässt sich dem Verdöner Altar kaum Gleichwertiges an die Seite stellen. 1181 vollendete der Goldschmied Nikolaus von Verdun den Altar, der als das bedeutendste Emailkunstwerk der Welt gilt. Die Tafeln geben einen kompletten Überblick über die Heilsgeschichte des Alten und Neuen Testaments. Begegnung schafft Vertrauen, Altes trifft Neues, Tradition begegnet der Moderne. Die österreichischen Stifte und unter ihnen auch Kloster Neuburg sind wahre Schatzhäuser. Wir leben mit Kulturgütern, wir leben mit Kunst. Wir haben immer auch Kunst in Auftrag gegeben durch 9 Jahrhunderte lang. Große Sammlungen sind daraus erwachsen, noch einmal ergänzt durch das, was das Kaiserhaus uns geschenkt hat, aber auch durch das, was wir selber in Auftrag geben. Bis zum heutigen Tag treten die Chorherren als Kunstmäzene auf, versuchen mit Künstlern zusammenzuarbeiten, um auch in dieser Zeit neue Ausdrucksformen sakraler Kunst zu finden. Ist eine der großen Sammlungen des Landes zusammengekommen, die auch erhalten werden muss. Dafür wenden wir sehr viel Geld auf, um das Haus, das in sich selber ein Kunstwerk ist, und um die Kunstschätze, die sich hier angesammelt haben, im bestmöglichen Zustand an die nächste Generation weiterzugeben. Abseits aller Möglichkeiten des Glaubens, abseits der Legenden und Mythen, von denen berichtet wurde, abseits von Wahrheit und Erfundenem, die Klosterneuburger Herren verdienen ihre Anrede. Herren im besten Sinne des Wortes, der Tradition, der Gesellschaft, der Kunst verpflichtet, im Gestern wie im Heute.